Sie sind bunt, sie sind wohlgeformt und sie haben einfach Stil. Beim ersten Vespa-Treffen des Lions Club macht Renk Welser Heide wird die Begeisterung für die schicken Zweiroller mit einem guten Zweck verbunden. Präsident Helmut Koger, was ist das Ziel der heutigen Veranstaltung? Das Ziel der heutigen Veranstaltung ist, dass viele Leute kommen, noch mehr, wie wir gerade gesehen haben, was für eine große Auffahrt ist. Wir wollen einfach erreichen, dass die Leute sich amüsieren, dass sie Spaß haben und natürlich viel konsumieren und kaufen. Weil alles, was hier netto überbleibt, wird hier in der Region nach Trenk und Umgebung wieder für Bedürftige ausgeschenkt. Leitner Norbert, warum fahren Sie eine Vespa? Es war schon immer mein Jugendtraum und jetzt in der Pension habe ich mir ihn erfüllt. Welche Fahrten legen Sie mit der Vespa zurück? Ist das eher eine Freizeitangelegenheit oder auch für den Alltag? Nein, wir waren jetzt vor einer Woche jetzt in Ponte Terra, direkt im Vespa-Werk in Italien. Und da sind wir in 5 Tagen 1850 Kilometer gefahren, also ich muss sagen, perfekt. Ich kann nichts anderes nicht sagen, also ich fahre sofort wieder. Johnny Comets and the Rockets bringen schließlich auch den musikalischen Sound der 50er Jahre nach Machtrenk. Elke, was macht für Sie das Vespa-Feeling aus? Ich würde sagen, einfach fahren, das italienische Feeling, wir wissen alle, wie es ist, La Dolce Vita, man mag es einfach, man fährt fort, man muss sich nicht anziehen, man genießt einen Cappuccino, einen Espresso, Aperol Spritz, Prosecco vielleicht einmal. Also es ist einfach ein Lebensgefühl, wenn man heimkommt nach der Arbeit, einfach wegfahren und ja, das Leben genießen. Welche Strecken werden mit der Vespa bewältigt? Auch weitere oder halt eher so in der Umgebung? Ich bin noch relativ Anfänger, also ich bin nur mal bis Krems gekommen, aber wir haben Pläne, dass wir weiterfahren in Zukunft. Christian, du fährst noch eine richtige alte Vespa. Warum? Weil es einfach geil ist. Das ist einfach ein ganz super geiles Gefühl, mit so einer alten Vespa zu fahren. Man muss halt natürlich auch ein bisschen was in Kauf nehmen. Beim Herfahren, wir sind nämlich gestern auf dem Wolfgangsee gefahren, aufs Treffen, da war ein Treffen. Und da haben wir schon einen ersten Ausfall gehabt in aller Früh, weil der Herr Schortinger kurz hat schon sein Dings wechseln müssen, seine Kupplung. Aber war eine voll tolle Geschichte, er ist dann nachher weitergefahren, wir haben sie woanders getroffen und sind dann natürlich auf dem Wolfgangsee gefahren und sind auch extrem viel Neiche gewesen. Aber wir sind die Old, die was auf das richtige Alte steigen und ja, darum sind wir mit den Alten unterwegs. Was unterscheidet so eine alte von einer neuen Vespa? Naja. Wo soll man da jetzt anfangen? extrem viel schon mal die Leute, die was fahren. Sind ganz andere, weil die alten fahren, sind richtig eingefleischte Vespa-Fahrer. Deswegen, da haben wir auch ein paar Jungs von uns. Und es ist einfach, man muss das halt mögen, dass man mit was Alten fährt. Wir finden es einfach viel kultiger und einfach, ja, Oldstyle. Von den technischen Unterschieden? Wie schaut es da aus? Das ist nämlich gar nicht so groß, das soll man glauben. Technischen Sachen, ja, motorisch ist bei uns auch meistens ein bisschen was anderes drin, als was man haben sollte. Aber naja, ja, eigentlich anfälliger sind die alten, ist natürlich klar, weil das Neue schon alles besser verbaut ist. Die haben ja alle gelernt daraus aus den Fehlern. Aber nein, das passt nicht, die alten auch. Motorenrennen auch super, wenn man sich ein bisschen kümmert dran, passt das schon. Oliver Gruber, welche Modelle bei den Vespas sind gerade gefragt? So wie seit langer Zeit sind die GTS sehr gefragt, mit 24 PS, die 300er, ist ein Dauerbrenner und natürlich die anderen 50 Kubik ab 15 Jahren zu fahren und mit Code 100F, die 125er. Eigentlich sind alle gefragt. Wo ist die Firma Gruber zu finden bei euch? Kann man ja Vespas kaufen? Wir sind in Sternekirchen zu Hause und wir haben sicher mehr als 100 Vespas lagernd und auch andere Fahrzeuge der Marken Piaggio, Moped Auto, also wir sind breit aufgestellt.
Manfred, was braucht man für das richtige Vespa-Outfit? Vespa-Outfit, egal was, richtige Moped braucht man. Das Outfit hat nichts mit dem Fahren zum Tor. Je sicherer man anzogen ist, desto besser ist. Für die Vespa-Fahrer und Fahrerinnen gibt es heute etwas ganz Besonderes. Wir machen heute zum ersten Mal ein Training auf unserer scharfen Steinerwurst und deswegen wird es zu einer scharfen Vespa-Wurst. Wenn man diese schönen Gefährte sieht, dann könnte man sich sofort Hals über Kopf darin verlieben. Heute haben diese flotten Roller nicht nur Fahrfreude, sondern auch Hilfe für bedürftige Familien gebracht. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Auf bald!